ist auch schon so alt. Okay, Lord Breitmutterson wird der Ringträger. Ich kann dir dann noch meine Armee, die in Malgalad steht, zur Verfügung stellen. Ah. Ja, komm, schmeiß ich die für eine Runde raus. Hä? Ach so, damit ich ihm den Ring geben will. Mein Schatz! The One Ring. Minus 1 Leute. Plus 3 auf Command, also. Minus 2 Obedience. Yes, my lord. Ja, passt schon. Ja. Er ist nobel genug. Gollum. Na, friss den Ring. Brauchst du doch noch einen... Ah ja, warte. Ich glaube, der hat... Ja, der hat zu viele Trades schon. Musst du ein bisschen austauschen. Ja. Was braucht man denn nicht? Lord of Imladris brauchen wir nicht. Ah, Obedience muss ich aufpassen. Wieso? Was macht das überhaupt? Das ist wie... Ach so, nee, Quatsch, das ist... Ah ja, genau, das ist ja bloß quasi... Ja. Okay, vergiss es. Da kannst du einen Librarian haben. Schönen Bibliothekar. Yes, my lord. So, Lord Breitmutterson ist der Ringträger. Respekt eher weniger, aber... Ja, er braucht schon Respekt. Es wird überbewertet. Herr Obedience. Er ist halt jetzt nicht mehr so fromm. Er betet nicht mehr so oft. Ja. So. Your will, my lord. Ach, scheiße, jetzt kann man den nicht mehr. Nee, weil der Ring Carbonen hat keine Bewegungspunkte mehr gehabt. Ah, wurscht. Yes, my lord. Er wird eh nur ein weiteres Bataillon Kavallerie lord, sein, das problemlos geopfert werden kann. So. Ja, Lord Breitmut oder so. Haha. Only the fire shows it. Ashnatsk Dur Batuluk. Ashnatsk Gim Batul. Bla bla bla. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all and in the darkness bind them. Schön gesagt. Ring come on und hat noch eine Library jetzt. Sehr gut. Oh, okay. Oh, ich ah, vergiss jetzt nicht, bevor du die Runde beendest, dass du oben das Ding angreifst. Ja. Athelin. Ja, Athelin, gut mitgedacht. Ah, noch nicht reinschicken. Ja, ja, genau. Noch nicht, mein Herr. Oh. Ja, einer langt. Sondern es ihn auch noch. So, Hiking Eladan, the Mean. Würde mich eh nicht wundern, wenn die ausfallen. Oh. Weil es sind auf jeden Fall mehr als meine. Ja gut, aber ich meine, du hast die Qualität. Ja, klar. Er hat nur Peasants. So, da. Free Peoples heißen irgendwie immer noch Free Peoples und nicht Kingdom of Arnor. Tja, da kann man nichts machen. Das hat rein gar nichts gebracht, dass sie ihre Freiheit erlangen. Ah, Ulrik bekommt Ehrenfleet. Ja, komm da, heirat die Olle. Ehrenfleet. Immer noch besser als wie Sexburg. Nichts, da nichts ist besser als Sexburg. Ja, stimmt. So. Oh, ich kann eine Taverne machen. Hey, das bringt jetzt sogar mal richtig was. Public Order Due Happiness, 5%. Oder lieber die Council Chambers, Public Health Bonus. Das ist natürlich nicht schlecht, ja. Dadurch wächst es auch schneller. Dann baue ich die Council Chambers, das Geld dafür habe ich ja. Und danach baue ich die Tavern. Mhm. Weil ich jetzt eh aufpassen muss. Ha, Ulrik und Ehren fleht. Weil ich jetzt eh aufpassen muss, da ich jetzt recht viele teure Gebäude auch in verschiedenen Provinzen in Auftrag. Du hast fast 50.000 Gold. Ja, ich glaube, so gut ging es mir noch nie in diesem Spiel. Warum klickst du dir alle durch, wo du noch was bauen kannst? Ja, weil es halt nicht Gebäude waren, die ich bauen will. Okay. Hier zum Beispiel. Was bringt mir in Bayrick, bitteschön? Da brauche ich das ganz hinten ja, da bei mir. Wunderbar. In Isengard, gut, da kann man noch ein bisschen über Ausbau nachdenken. In der Hornburg baue ich jetzt die Ballista Towers, die bringt's voll. Ah, siehst du, Fangorn? Ah ja, nee, das haben wir ja schon festgestellt. Da müssen wir erst die Authorities aufheben. Hast du da schon ein Dings auf dem Weg? Ne? Ist schon auf dem Weg, ja. Und dann ist das. Ja, Yiffy, der Gambler. Ja, schau, hier, Fairground, Cattle Farming, Mining Network, was machen wir Neues? Transrapid! Ah, der dauert leider 10 Minuten! Achso, wenn Sie in 10 Runden an Transrapid in Altburg bauen, dann haben Sie praktisch ganz viel Gold zum Fenster rausgeschmissen, weil das ja klar ist! Ja, okay. Ja, du kannst es einfach, viel besser als ich. Ja, vielen Dank. Du machst es aber auch nicht schlecht. Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist. Yes, my lord. So, und nun.
Schalengeld. Ja, er latscht einfach durchs schwarze Tor. Na, na, Leute, da sind greift wir. Greift das schwarze Tor an. Das war aber einfach. Haha. We shall prevail. Black Gate. Aber da kommen doch bestimmt auch wieder so Verstärkungsarmeen, oder? So, da ich weiß, dass man hier Leitern überhaupt nicht brauchen kann, weil ich das schwarze Tor, wie ihr in meinem vorherigen Spielstand schon mal gesehen habt, bereits eingenommen habe. Wahrscheinlich ungefähr 200 Kilometer hohe Mauern. Ja, da ist schon die Verstärkung. Okay, er hat... Ein Bataillon Mountain Trolls. Moranen die Moranen Guards tun weh. Ja, aber und was sind die Bogenschützen für welche? Ja, Uruk. Nee, Ork Archer Set on. Also das sollte gut machbar sein, denke ich. So ja, vor allem, ich hab halt echt eine gute Armee. Vor allem, ich habe Dismounted Royal Guard, Dismounted Arrowed Lancers. Ja, gerade wenn du wartest, bis sie ausfallen, dann hast du auch noch mit der Kavallerie bestimmt gut, kannst du gut... Wenn. Ich muss schauen, weil wie gesagt, er hier macht mir schon ein bisschen Angst. Ja, stimmt, der ist ein bisschen ätzend. Ihn könntest du zum Beispiel abfangen, wenn du mit Breitmuder so kommst. Wenn ich da hinkommen, kann ich es gern probieren, ja. Also greifst du mit Nechainion an. Das könnte ich auf jeden Fall versuchen. Er hat ja noch eine kleine Armee. Ich glaube, der dunkle Lord, der wird mich erstmal mit Blitzen beschießen, wenn er kommt. So, Alduini und Theoden. Trefft euch in der Mitte, ihr zwei Süßen. So, das geben wir ihm denn, ne? Wir geben ihm jetzt First Marshal of the Mark. Kann man das probier's. Ja! Sicher geht da. Horn of Helm, Hammer. Komm, gib ihm sein Schwert auch. Herungrim. Ja. Ja, sicherlich. Komm, der Theoden braucht sein Scheiß. Biographer, wer braucht denn sowas? Ah, scheiße. Ja, wahrscheinlich hat der Alduini auch schon voll. Ist der Alduini schon voll, meinst du? Naja. Er hat auf jeden Fall einiges schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viel geht. Das Bier, den gebe ich dann Theoden. Horn of Helm, Hammerhand. Nee, ich glaube, gewisse Sachen kann man nicht weitergeben, aber was ich jetzt auf jeden Fall mal... Minus 1 from Popularity. Okay. 10% Bonus und Tax Income. Wäre eigentlich nicht schlecht dafür, dass ich vorhabe, ihn... Gebe ich ihm den mal noch. Und auf jeden Fall die Mordor-Armor. So. Was ist der Hunter's Bow? Plus 1 auf Respect, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mordor Banner, das ist auf jeden Fall plus 1 auf Authority. Und True Moral ist halt geil. Ah, jetzt ist er, glaube ich, voll. Dann geben wir dem Theo den Hand... Ja, wobei... Nee, den nicht. Der hat schon Hunter's Bow. Den Elfenfriend braucht man doch nicht. Ha, Alduini ist in der First Marshal auf dem Markt. Natürlich. Bestes. Was bringt das eigentlich? Plus 2 auf Respect, naja gut. Halt nicht wirklich was... Besser als 1 auf Respekt. Ah, echt. Also scheiß Hunter Spear, weg damit. Ja, ist echt so. So. Ja. Auf den Theoden. Das ist aus dem Alduini gezogen. Echt? Ja. So. So, Mordor Banner. Oder was bringt der Biographer? Authority, scheiß drauf. Vor allem der Mordor Banner bringt auch Authority. So. Vor allem ist ja Authority aber sowieso halt ein reines Königsattribut, ne? Kein... Authority hat ja ein normaler General gar nicht, der hat ja Loyalty. Ja, er hat Loyalty. Aber was ich halt richtig hart beim Theoden finde, er hat nur durch seine Traits so viel Command, nicht durch die Ding. Da hat er überhaupt nichts gehabt. Ja, das ist echt krass. Da siehst du Alduini. Ja, kann sich der Lord Breitmuderson mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ja gut, der Theoden war am durch den einen Ring... Theoden war auch am Anfang schon richtig crank drauf, ja, also klar. Wobei ich jetzt ehrlicherweise mit dem Gedanken spiele, jetzt versuche ich nochmal diesen einen Idioten da zu töten. Ich glaube, das wird nichts mehr bringen, so, das hier klicke ich mal alles weg, das braucht man nicht mehr. Ich habe doch hier irgendwo noch einen Spyrum-Gurken gehabt, wo ist denn der jetzt? Hattest du sicher? Ja, ja, ich hätte auf jeden Fall noch einen hier rumschwören. Muss mal die Liste aufrufen. Oder auch nicht. Was macht denn Anorien? Den wolltest du dort bei Kerandros. Oh, ja, okay, gut. Also wenn er es nicht schafft, Shakluk zu töten, dann ist er echt ein harter Versager. Ja, Shakluk hat ordentlich Sterne und eine ähnlich große Armee. Oh! Ja, es sind halt schon alle ziemlich angeschlagen, deswegen... Ja, daran wird es liegen. Kann ich auch sehen, was Shakluk hat? Nein, ich meine eine Armee. Mann. Nee. Geht irgendwie gerade nicht. Egal.
Ja, vor allem, der hat ja eigentlich so viel da hier aus Gilead auch belagert. Was ist denn das für ein Idiot, dieser Gondor-Typ? Ich meine, ich gebe ja zu... Heftiger. Ja, ich gebe ja zu, dass Gondor sich ziemlich heftig spielt und so weiter, ja, aber... Aber er macht schon auch sehr... Er ist auch schon sehr dämlich. Fragwürdig. Ja, ist dämlich bis zum geht nicht mehr. So, wann kann ich das jetzt hier eigentlich endlich mal ausbauen? Ich habe eh schon auf Low Tax Rate und 0,5% Bevölkerungswachstum, Alter. Ja, gut. Ist ja auch eine ziemlich große Stadt. Naja, Miner City. Hat er auf jeden Fall 10.000 Einwohner. Ja, war trotzdem noch eine Miner City. Ja. Also hatte eine normale Wooden Wall. Okay. What do you want? Ah, ich wünsche die Wund, ich gebe dir aber die Wund. Also wenn es gut läuft, dann könnte ich Theo den noch in die Schlacht schicken. Nein, wobei ich würde eigentlich erst viel lieber die fort... Ah, kann ich die schon fortbilden? Geil. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Die da mal. Okay, und das war's. Nee. Ach, gut, die kann man noch... So, fertig. Nein, halt, warte. Ich glaube, hier hinten habe ich noch einen Typen stehen. Ah ne, der ist jetzt mittlerweile gestorben, genau. Gott sei Dank. Kostet nichts mehr. Hat's gegen den zweiten Pinken verkackt. Ja, genau, stimmt es. Ah, Elos Tyrion. Endlich. Ah. So. Hand of Turn Report, ich bin überall besser geworden. Aber nicht besser, ich bin immer noch in Financial Production und Population bin ich sogar der Beste. Hm. Hab Mordor schon verdrängt von ihrem hohen Ross. Ja, Financial war ich mal eine Weile lang, dann habe ich angefangen auszubilden. Und dann, ja. Ging es dahin. Dann ging es steil bergab. Ja. So, er darf da mal weiterlaufen. Das schafft er schon. So, Rinkavornon. Wird Captain Eilan. So, Rinkavornon wird wieder. So. So. Rinkavornon wird in die Pampa geschickt. Nerchinon. Wieso? Okay, der ist wirklich besser. Ja. Ich hätte gedacht, dass der Nechanion jetzt durch die ganzen Dinger, die er bekommen hätte, hat. Dass der da jetzt besser geworden ist. Naja. Yes, man. Very often. Ja, der darf direkt hier mal Angriff. Und Breitmuderson wird versuchen, dir den Rücken beim schwarzen Tor den Rücken freizuhalten, genau. Und dann wirst du versuchen, mit Breitmuderson über Kirith Ungol zu gehen, oder? Und mit dem Beriothian. Ja, mit Beriothian werde ich wahrscheinlich aus Gilead holen und dann mit dem Breitmuderson hier. Gut. Ataki. Langsam, aber sicher bewegt sich das Ganze so, wirklich. Attilin habe ich jetzt mal nicht angegriffen, da lasse ich sie mal ganz entspannt rauskommen. Ja. Nein, er ist friedlich eingeschlafen. Ich möchte es nochmal hören. Ja. The king is dead. As his soul wings away unto the kingdom of heaven, the people both mourn his passing and eagerly await the coronation of the new leader. Ralf ist ja auch vollkommen realistisch. Ja. Heute Nacht kam mir so ein Gedanke. Okay, jetzt passt es auch wieder. Nein, aber gut, dass wir noch alles... Er ist wahrscheinlich gestorben, weil wir ihm die ganzen Sachen weggenommen haben. Vermutlich, ja. Ha, er hat gemerkt, King Theo drehte the just. Construction complete, South Tower. Ich glaube, Tengel war auch schon just. Deine Könige sind alle just. Ja, Theoden war auch just. Ja. Ha, und in Tirith Toron sind die X-Men retrained. So. Wer ist jetzt eigentlich dein Lord? Nein. Oder nein? Ja! Ich glaub's ja nicht, hat's geschafft, ihn umzubringen. Dann los auf Captain Lindenkind. Wer ist jetzt eigentlich dein Erbe? Ah, eine Exquisite Blade. Warte, ich schau doch gleich, Mensch. Das nervt mich. Schneller! Bitte. Bitte. Schau halt im Stammbaum. Schau halt nicht im Stammbaum. Lord Fulgar. Super. Ist der nicht irgendwie 112 Jahre alt? Nee, er ist 74. Ja, junger Hüpfer. Ja. Muss man jetzt nur noch eine schöne Prinzessin weiter verheiraten und dann kann er schön die Thronfolge antreten.
Oh. Ja. Der heißt in zwei Runden da. Das heißt, ich belagere die noch eine Runde und dann greife ich an. Weil du wirst ihn nicht rechtzeitig erreichen, weil durch die toten Sümpfe marschierst du ewig. Ja. Aber jetzt auch irgendwie hier für das Stück da fünf Runden gebraucht, um da durchzukommen. Die toten Sümpfe. Ja, das ist ihr Name. So, wieder retrain. Sheepfarming gleich mal machen hier. Ganz wichtig, warum ich das eigentlich noch nicht gebaut habe. Na, vielleicht